Mutter, warum seid ihr dazwischen gegangen? Wenn ich etwas zugestoßen wäre... Ich habe gerne mein Leben riskiert, damit ich deines retten kann, Salim. Du bedeutest mir alles. Ich hätte es nicht ertragen, dich verletzt zu sehen. Aber ich kann es nicht ertragen, euch so zu sehen. Ihr hättet sterben können, Mutter. Wieso habt ihr das getan? Wenn dir etwas zugestoßen wäre, hätte ich nicht weiterleben können, Salim. Kann man voraussagen, wann sie wieder gesund sein wird? Gott sei Dank ist die Wunde nicht sehr tief. Sie wird sich in ein paar Tagen erholen. Macht euch keine Sorgen. Ich werde sie besuchen und ihr die Salbe auftragen. Ich danke euch. Mutter des Zeitalters, was macht ihr hier? Sie hat sich heute wie eine Mutter verhalten. Sie hat ihr Leben riskiert und damit mein Leben gerettet. Doch ihr habt immer den Kaiser unterstützt in allem, was er getan hat. Salim, das darfst du nicht sagen. Sie ist doch deine Mutter. Nein, Großmutter. Sie ist nur die Mutter des Zeitalters. Sie unterstützt den Kaiser, auch wenn er Unrecht hat. Nein, Salim. Sag das nicht. Du musst deine Gefühle beherrschen. Ihr seid auch hier. In den letzten Tagen dachte ich, ihr hättet euch verändert. Aber nein, ihr seid immer noch der gleiche. Ein herzloser Kaiser. Weder interessieren euch die Gefühle anderer, noch bereut ihr eure Fehler. Bloß um eine junge Frau heiraten zu können, habt ihr nicht gezögert, euren Sohn anzugreifen. Königin Rukaya, sie hat euretwegen ihr Leben riskiert. Eines möchte ich euch klar und deutlich sagen. Ich werde meine Entscheidung nicht ändern. Ich werde nicht zulassen, dass ihr diese Frau heiratet. Ich tue alles Notwendige, um diese Hochzeit zu verhindern. Ihr seid von kaiserlichem Geschlecht. Doch ich habe die gleichen Vorfahren. Der Enkel des verstorbenen Kaisers Humayun, meines Großvaters, Salim, verspricht euch hoch und heilig. Diese Hochzeit wird nicht stattfinden. Ich opfere dafür sogar mein eigenes Leben. Warum hast du das getan? Dass ihr Salim nach dem Leben trachten wolltet, konnte ich nicht ertragen. Ich liebe ihn, er bedeutet mir alles. Für Salim setze ich mein Leben ein. Solange ich ihm helfen kann, Majestät, sogar wenn ihr ihm etwas antun wollt. Ich würde so weit gehen wie eine Mutter, die ihr eigenes Kind verteidigt. Ich bitte dich, ruh dich aus. Was ist los? Majestät, etwas müsst ihr mir versprechen. Bitte macht die Sache für euch und euren Sohn nicht noch schlimmer. Versprecht mir, dass ihr auf diese Hochzeit verzichtet.
Rokaya, ich bitte dich, vergiss, was geschehen ist. Aber eines muss allen klar sein. Wer den Kaiser herausfordert, begeht einen Fehler. Ich habe König Kamba mein Ehrenwort gegeben und ich werde es nicht brechen. Ich werde sie heiraten. Ich habe entschieden, dass Bela meine Ehefrau wird und ich werde mir in dieser Angelegenheit jegliche Einmischung verbieten. Ruh dich jetzt aus. Sogar nach allem, was passiert ist, will der Kaiser diese Frau immer noch heiraten. Woher kommt bloß dieser Zwang? Wofür ist das? Ich fürchte, dass ihr das brauchen werdet. Als ich erfuhr, dass ihr entschieden habt, eine andere Frau zu heiraten, da habe ich mir gewünscht, ich wäre tot. Doch ich habe nichts gesagt. Zuerst dachte ich, ihr habt dafür sicher wichtige Gründe. Deswegen habe ich mich gegen Salim gestellt. Ich habe zu euch gehalten. Aber heute habt ihr sämtliche Grenzen überschritten, Majestät. Ihr seid so begierig darauf, diese Frau zu heiraten, dass ihr das Leben eures Sohnes aufs Spiel gesetzt habt. Was habt ihr da getan? Gott sei Dank hat Königin Rokaya eurem Sohn das Leben gerettet. Doch heute habt ihr als Kaiser die Pflicht, auch mich zu verletzen. Aber Salim dürft ihr nicht länger behelligen. Ich werde an seine Stelle treten und mich gegen euch auflehnen. Um ihn zu retten, werde ich mein eigenes Leben aufopfern, Majestät. Deswegen nehmt dieses Schwert und beendet mein Leben. Ich sage, greift mich an. Warum seid ihr so still? Nehmt es, greift mich an. Ich tue genau dasselbe, was auch Salim getan hat. Ich habe mich gegen euch aufgelehnt. Ich habe euch immer unterstützt, doch jetzt nicht mehr. Heute lehne ich es ab, dass ihr diese Heirat vollziehen könnt. Was ist los mit euch, Majestät? Ihr habt euch so verändert. Ehrlich gesagt, habe ich mich heute geschämt, eure Ehefrau zu sein. Salim hat sich euch widersetzt. Und ihr habt nach seinem Leben getrachtet. Und jetzt widersetze ich mich. Also müsst ihr mich angreifen. Nehmt dieses Schwert und tötet mich. Tötet mich. Beendet endlich mein Leben. Majestät, tötet mich. Schluss jetzt, Jonas, Schluss! Soll ich dir sagen, warum ich sie zur Frau nehme? Ich heirate sie um der Sicherheit unseres Sohnes willen. Zuerst wollte ich dich nicht verletzen, indem ich dir die Wahrheit sage. Aber jetzt werde ich dir alles sagen, Joda. Ich glaube, es ist an der Zeit, die traurige Wahrheit endlich mit dir zu teilen. Du willst wissen, warum, nicht wahr? Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil das Leben unseres Sohnes in Gefahr ist, Königin Joda. Ich konnte mich vor Salim stellen und ihn retten, weil ich die Einzige war, die die Geste des Kaisers an seine Soldaten bemerkt hatte. Deswegen dachte ich, dass ich eine gute Gelegenheit habe. Ich wurde zwar etwas am Arm verletzt, doch ich konnte ihn von Joda wegführen und ihn so weiter an mich annähern. Ich wurde zwar verletzt, doch mein Schmerz hat Salim gefühlt. Alle Achtung, Eure Hoheit. Wirklich, das habt ihr schlau gemacht. Zwei Fliegen auf einen Streich. Na sicher, Hoshia. Ich hatte keine andere Wahl. Von allen Menschen in meinem Leben ist Salim der Einzige, den ich brauche zum Glücklichsein. Er ist der Einzige, den ich liebe. Ich habe all das nur getan, um Salims Willen. Um Salim zu retten, macht ihr das alles? Erklärt mir das. Ich werde es dir erklären. Es begann, als ich vor einiger Zeit bei König Kamba
zur Hochzeit seiner Tochter eingeladen war. Ich dachte, Shikubaba würde nicht hingehen. Doch unser Sohn ging hin. Aber aus anderen Gründen. Mein zukünftiger Schwiegersohn ist tot, wegen eures Sohnes. Das muss gesühnt werden. Ich verlange das Todesurteil für Prinz Salim. Ich bin bereit, eure Bedingung anzunehmen. Ich werde eure Tochter heiraten. Und jetzt sag mir, Joda, bitte. Was habe ich falsch gemacht? Jetzt weißt du, wie hilflos ich war. Ein hilfloser Vater, der das Leben seines Sohnes beschützen wollte, hat das getan. Aber ich habe auch meine Pflicht als Kaiser erfüllt. Ich sage dir, König Kamba hat mir wirklich keine andere Wahl gelassen, Joda. Was hätte ich tun sollen? Kannst du mir sagen, was ich falsch gemacht habe, Königin Joda? Nichts, Majestät. Ihr habt nichts falsch gemacht. Ich habe eure Absichten angezweifelt. Also war ich es, die einen Fehler machte. Ich habe meinem geliebten Ehemann nicht vertraut. Vergebt mir bitte, Majestät. Ihr habt Schweres durchgemacht in diesen Zeiten. Und anstatt euch beizustehen, habe ich euch Vorwürfe gemacht. Ihr habt im Interesse Salims und seiner Sicherheit entschieden. Und ich habe euch kein Vertrauen geschenkt. Vergebt mir bitte, Majestät. Warum entschuldigst du dich? Du konntest nicht wissen, wie schwierig die Umstände waren. Aber ich freue mich, dass du jetzt weißt, was geschehen ist. Aber ich bitte dich, Joda, sorge dafür, dass Sheko niemals etwas von alledem erfährt. Wenn er wüsste, weshalb ich Bela heirate, würde er alles unternehmen, was nur in seiner Macht steht. Damit sein Freund Farhan sie heiratet, vielleicht würde er sogar König Kamba angreifen. Und dann könnte ich mein Wort nicht halten und ich könnte auch nichts mehr für unseren Sohn tun, Königin Joda. Aber Majestät, warum können Farhan und Bela eigentlich nicht heiraten? Joda, leider kann König Kamba das aufgrund seiner Gesetze nicht erlauben. Ich dachte, dass sie meinen Vorschlag ablehnt, doch als ich sie fragte, hat sie dennoch zugesagt. Es scheint, als ob ihre Liebe zu Farhan doch nicht so groß ist. Da sie zugesagt hat, kann es sein, dass sie es zum Wohle ihres Volkes tut. Jetzt habe ich leider um die Zukunft unseres Sohnes zu fürchten. Ich habe für Gerechtigkeit zu sorgen. Die Gerechtigkeit ist manchmal so seltsam. Dennoch werde ich meine Pflicht erfüllen. Und auch du musst deine Pflicht bitte erfüllen. Joda, bitte, was auch immer geschehen mag, versprich mir, dass Shikubaba auf keinen Fall erfährt, dass er Belas Verlobten getötet hat und dass ich gezwungen bin, sie zu heiraten. Wir müssen die Geschenke abschicken und ich werde Bela morgen heiraten. Aber Salim, euer Sohn ist genauso eigensinnig wie ihr. Und wenn er nun versucht, die Hochzeit zu verhindern. Mach dir keine Sorgen, bitte. Ich kümmere mich um ihn. Aber Majestät, diesmal darf Salim nichts zustoßen, ich bitte euch. Es wird deinem Sohn nichts passieren, das verspreche ich dir. Ich bitte dich, mir zu verzeihen, Joda. Aber diese Heirat ist notwendig. Ich, der Kaiser unseres Reiches, Jalaluddin Muhammad Akbar, befehle hiermit, dass er sofort ergriffen und verhaftet werden soll. Ich bitte dich, du musst dich beherrschen. Dein Ärger hat keinen Zweck. Dem Kaiser nicht zu gehorchen, das geht nicht. Kaiser ist er, doch Gott ist er nicht. Er kann auch Fehler machen. Ich werde diese Hochzeit verhindern. Es geht nicht nur um Farhan und sein Leben, sondern auch um Bela und ihr Leben und um die Liebe der beiden. Ich glaube, die Mutter des Zeitalters und der Kaiser lieben sich nicht.
Wer sich liebt, der zögert nicht, sein Leben für den anderen zu beenden. Doch der Kaiser heiratet eine Frau allein wegen Politik. Und die Mutter des Zeitalters unterstützt ihn auch noch, weil sie ihre Stellung nicht gefährden will? Und wieso machen sie das? Natürlich, weil ihre Heirat auch ein politisches Geschäft war. Aber ich weiß, was Liebe ist und ich respektiere sie. Ich werde nicht zulassen, dass der Kaiser auf Belas und Farhans Rücken seine Machtgier stillt. Aber mein Prinz, ihr... Nein, Kutub, es reicht, nein! Du wirst es nicht schaffen, dass ich meine Meinung ändere. Du musst jetzt gehen, ich bitte dich. Ich will nicht, dass ich mich dir gegenüber wegen meines Zorns ungebührlich verhalte. Sei gegrüßt, mein Prinz. Sei gegrüßt. Hey, da bist du auch gekommen, damit ich meine Meinung wegen der Heirat des Kaisers ändere? Nein. Sondern weil ich deine Haltung sehr schätze. Wir alle machen Fehler. Gewöhnliche Bürger und sogar Kaiser. Einer Ungerechtigkeit muss man sich widersetzen, Salim. Ich stehe in dieser Angelegenheit an deiner Seite. Denn diese Frau liebt einen anderen. Die Heirat wird ihr aufgezwungen. Und ein Gesetz des Kaisers verbietet die Zwangsheirat. Das bedeutet, auch er muss sich daran halten. Salim, es ist ungesetzlich. Und ich werde dir helfen, dieses Unrecht zu bekämpfen. Nein, Heda. Das geht nur den Kaiser und mich etwas an. Ich möchte nicht, dass du dich einmischst. Das könnte dich in Schwierigkeiten bringen. Wenn der Kaiser seinen eigenen Sohn angreift, dann bestraft er dich sicher noch härter. Aber mein Prinz... Nein, ich bin dir dankbar, dass du meine Gefühle verstehst. Wenn ich deine Hilfe benötige, dann werde ich dich auch informieren. Aber im Moment muss ich alleine vorgehen. Bela heiratet morgen, ja. Aber ihr Mann wird nicht der Kaiser, sondern Farhan sein. Farhan wird Bela heiraten können, das garantiere ich. Die Liebe wird morgen siegen. Des Kaisers Gier wird verlieren. Ich will das Gleiche, Salim. Das Liebende zusammengehören. Doch dem Kaiser will ich Schmerzen zufügen. Ich habe nie erfahren, wie es ist, mit seinem Vater zusammen zu sein. Deswegen werde ich eine große Kluft zwischen euch beiden entstehen lassen, Salim. Denn Kaiser Jalaluddin Akbar soll von seinem eigenen Sohn nicht geliebt werden. Ja, ich komme, Mutter. Warum hast du so lange gebraucht? Ich habe mir Sorgen gemacht. Mutter? Kutub, was macht ihr hier? Was ist? Ist alles in Ordnung? Ich möchte dich gerne sehen. Kommt doch herein. Was ist los, Kutub? Ist alles in Ordnung? Ist Farhan in Sicherheit? Ja, es ist alles gut. Farhan ist in Sicherheit. Aber was macht ihr hier? Ich wollte dich sehen. Ich wollte dir sagen, dass das vielleicht unsere letzte Begegnung sein könnte. Wieso sagt ihr so etwas? Morgen werde ich Bela entführen, damit sie Farhan heiraten kann. Habt ihr den Verstand verloren? Müsst ihr in diese Falle gehen? Wenn man euch tötet, wie soll ich dann...